Du warst durch die Slums, als es plötzlich menschenleer wird. Ein Bummel durch die Straßen von der Kartacke wurde unterbrochen, als eine Gruppe gestanden sich vor dir aus den Schatten löst. Die bewaffneten Gestalten murmeln Segenssprüche, während sie sich bereit machen, es mit dir aufzunehmen. Groß hat ihre schweren Umhänge dunkel gefärbt. Wer seid ihr? Ja. Eine von ihnen öffnet ihren Mund, um etwas zu sagen, aber der Anführer der Gruppe stößt ihr seinen Ellbogengrub in die Seite. Ihre Rüstung weist ein Emblem auf, das du zu erkennen meinst, aber durch eingeriebenen Schmutz ist es gut verborgen. Warum versperrst du mir den Weg? Der Anführer grinst und lässt eine Klinge aus der Scheide gleiten. Seine Gefährten tun sie ihm nach. Das Geräusch klingt wie ein Widerhall von Stahl auf Stahl. Sie bewegen sich, um dich zu umringen. Du willst kämpfen, so sei es. Ein zustimmendes Murmeln breitet sich in der Gruppe aus und nach erhellen sich ihre Gesichter mit einem Grinsen, so hell wie das Feuer in der Schmiede ist. Wie ein Mann stürzen sie sich auf dich. Sind das Makran-Anhänger? Oh, es sind viele. Ja, Magran-Akolyten. Xoti, Heilung. Xoti, noch mehr Heilung. Alof. Oh ja, Alof Bogen. Fenrir, niedrige Gesundheit, okay. Magranit-Fanatiker, Magranit-Akolyt, irgendwer heilt doch hier. Okay, der. Okay, Magran-Zeichen, na das können wir auch machen. Ah, Fenrir wieder niedrige Gesundheit, also wieder Fenrir. Seraphin, übernimm du die beiden nochmal. Xoti, du mal wieder da raus, bitte. Und Heilung. Ach, heil Fenrir einfach mal normal. Du übernimm mal den.
help me, Gon, I'll whoop the next one of you who takes aim at me. Yes, absolutely. Na, das reicht, dass ich Edea mal heilen kann. Something I can do? Ahoy. Yeah? Ah ja, und dass wir Fenrir wiederbeleben können. I'd be glad to. Hey. Yes? Könnt ihr den Typ eigentlich einfach versteinern? Und tot. How may I help? Irgendwas dabei? Eilig geschriebenes Sendschreiben. Das Papier ist von Kohlstrom und Kerzenwachs ist übersät. Ich hoffte, diese Worte nie schreiben zu müssen. Die geschwärzten Scherben wurden gefunden und Halrim trägt sie mit sich herum. Ich bete, dass es aus Unwissenheit oder Zufall geschah. Wir können es noch retten, indem wir schnell handeln. Der Wächter leidet vielleicht schon unter der Verdorbenheit der Hexe, ohne es zu ahnen. Kein Gedanke von Gnade soll dein Schwert ruhen lassen. Sobald du die Scherben wieder hast, dürfen sie unter keinen Umständen zusammenbleiben. Sobald du es meldest, werden sie in verschiedenen Gruften platziert und durch Zauber gebunden, solange es uns gibt. Sorge auch dafür, dass sie weit entfernt von Perikis Aussichtspunkt gehalten werden. Unsere Feinde murren über die Handwerkerin Isia, als hätte sie einen Hauch Schicksal an sich. Befrieden und Markans Ehre mögest du Erfolg haben. Ach, das geht immer noch über die schwarzen Scherben. Wo sind die denn? Sind sie hier? Gebeiztes Koraschilf? Ernsthaft, wo habe ich diese schwarzen Scherben? Gehabt. Waren die unter Sonstiges? Zauber des Anulette Animation? Amanita. Ja. Also, zwei bitte. Schlange, Schlüssel. Ich kann halt wirklich nicht nach Typ sortieren. Nahrung und Getränke sicher nicht. Und hier sicherlich auch nicht. Die müssten also eigentlich hier sein. Splitter des Nichts. Ich glaube nicht, dass es die sind. Nee, ernsthaft, ich weiß nicht mehr, welche schwarzen Scherben es waren. Die vier Formen des Wasserforms, Brief mit Wachssiegel, Kanonierschreiben, Pläne der Schatzkammer. Hier sind sie auch sicherlich nicht drin. Of course. Gehen wir erstmal in die Metallschmiede und gucken mal, ob sie uns was Neues zu sagen hat. Weil es klingt halt wirklich so, als ob wir die Scherben jetzt alle hätten. Oder ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich gerade keine Ahnung habe, wo man die Scherben herkriegt. Eine Hand ruht auf ihrer Hüfte und sie neigt den Kopf zur Seite, als ob sie darauf wartet, dass du sprichst. Oh. Gut. Es gibt viele Arten. Ihr Nerissilas Hoffnung, den Zahn von Tomarowa und das Gewicht der Offenbarung geben. Kannst du diese drei Einzelteile in ein Ganzes schmieden? Ihr Nerissilas Hoffnung und die Zahn des Tomarowa gehen. Kannst du mir auf diesen beiden Artefakten
Was kannst du mir aus diesen beiden Artefakten schmieden? Ja, den Zahn von Tomarowai und das Gewicht der Offenbarung geben. Kannst du mir was aus diesen beiden Artefakten schmieden? Ja, Tomarowais Zahn und das Gewicht der Offenbarung. Kannst du mir was aus diesen beiden Artefakten schmieden? Also, aus allen drei DLCs haben wir jetzt einen Gegenstand gekriegt. Fragen wir sie mal. Kannst du auch aus zwei Sachen was machen? Suppose anything's possible. Just let me know what you want to combine and what you want to keep. Nun, alles ist möglich, vermute ich mal. Lass mich einfach wissen, was ich kombinieren soll und was du behalten willst. Lass mich darüber nachdenken. Kannst du aus meiner Ausrüstung irgendwas schmieden? Strange bit of metal. What else have we got? Was für ein merkwürdiges Metall. Was hast du sonst noch für mich? Sie gibt dir nämlich das Hoffnung zurück und wird weiter in deinen Besitztümer. Some kind of fang you stole off a critter? Was ist das denn? Eine Art Hauer, die du irgendeiner Kreatur gestohlen hast? Wir sind bunt durch den Zahn von Tomarowai und gibt ihn dir dann zurück. Wow, isn't this an odd trinket? Na, sieh mal einer an. Das ist aber ein seltsames Teil. Sie klopft mit dem Finger gegen das Stück Metall, das du von den schwarzen Inseln mitgenommen hast. Sie hält es sich gegen das Ohr, als sei es eine Muschelschale. You've got quite the collection of odd metals. Give me a little time. I wager I could knock something together out of all of this. Du hast eine beeindruckende Sammlung merkwürdiger Metalle. Wenn du mir ein wenig Zeit lässt, könnte ich daraus etwas für dich zusammenschmieden. Da wette ich mit dir. Sie streichelt sich über das Kinn und nickt. Leb mal wohl. Also. Es sind Quest-Items gewesen, oder? Nein. Waren es Items hier? Oder doch Quest-Items? Nee, es müssten Ausrüstungs-Items sein. Weil einmal ist es Nerissilas Herz oder habe ich das gerade an? Nein. Nerissilas Herz, genau. Macht gerechte Rache. Erhöht jedes Mal, wenn ein Gruppenmitglied niedergeschlagen wird, Macht und Entschlossenheit bis zum Ende des Kampfes um 1. Ja. Dann haben wir den Hauer von Tomarowai. Ah, das hier ist das Gewicht der Offenbarung. Gerechte Rache. Jedes Mal, wenn ein Gruppenmitglied niedergeschlagen wird, Macht und Entschlossenheit bis zum Ende des Kampfes. Und das Ding macht auch gerechte Rache. Okay. Und das letzte Teil war Stoßzahn des Tomarowai. Ah, Zahn des Tomarowai. Auch gerechte Rache. Plus 1 macht, plus 1 Entschlossenheit. Das sehen wir ja gleich. Nein, auf jeden Fall nicht so. Okay, dann bin ich mal gespannt. Was kannst du mir aus allen drei machen? Got anything shiny for me? Ja, kannst du aus diesen drei Einzelteilen ein Ganzes schmieden? Sure can. Natürlich kann ich das. Sobald sie sich an die Arbeit gemacht hat, überkommt dich etwas. Deine Haut fühlt sich straff gespannt an, als ob sie in der Sonne getrocknet oder als Trommelfell über rotes Holz gespannt worden wäre. Es tut weh, aber der Schmerz fühlt sich merkwürdig vertraut an. Als Isia dir nach vollendeter Arbeit endlich wieder ihre Aufmerksamkeit schenkt, lässt der Schmerz nicht nach. Er tritt nur ein wenig in den Hintergrund. Looks like these pieces fit together into an elegant and dare I say fashionable crown. Try it on. I want to make sure it fits properly. So soll es funktionieren. Es sieht ganz so aus, als ob diese beiden Stücke perfekt zu einer eleganten und ich möchte mal sagen, sehr modernen Throne zusammenpassen. Setz sie mal auf. Ich will sicherstellen, dass du sie gut sitzt. Isia-Öge gibt dir einen mit Juwelen besetzten Kopfschmuck, der sich bei Berührung warm fühlt. Autsch, warum hat das wehgetan? Did you stub your toe or something? Your face did go blank for a moment there. Here, a pinch of this always does me good. Hast du dir den Zeh gestoßen oder sowas? Ein Augenblick lang war dein Gesicht völlig ausdruckslos. Hier, eine Prise davon tut mir immer richtig gut. Weißblatt, ja. Sie holt ein getrocknetes Blatt aus ihrem Beutel und legt es dir in die Hand.
Ich danke dir, Lysia. Small price to pay for realizing my destiny. Go on then. I want to see how nice you look. Das ist nur ein geringer Preis dafür, dass ich mein Schicksal erfüllen kann. Also mach dich an die Arbeit. Ich möchte sehen, wie hübsch du aussiehst. Ja. Die Krone, wo ist denn die jetzt?